Zusatz? Wenn sich die USA von Ihnen was wünschen, wünschen Sie sich auch mal was von dem NATO-Partner USA? Und Herr Nant, ist die Verteidigungsministerin bereit, deutsche Soldaten an die russische Grenze, gerade im Hinblick der historischen Perspektive, zu schicken? Darf ich Herrn Nant die zweite Frage zuerst beantworten lassen, damit wir uns noch Gedanken über die Antwort machen können? Gerne. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz mit Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien als unseren Gästen und einem großen Gästepublikum, hinten auch 20 Studenten der Medienwirtschaft von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Eine spannende Zeit bei uns. Herzlich willkommen. Bevor wir uns dem Thema im Kabinett widmen, würden wir gerne das Thema BND aufrufen. Dazu Herr Jung, wo sind Sie da? Also, können Sie aus Sicht des Kanzleramts erklären, warum der Herr Schindler gehen muss? Ja, guten Tag erstmal. Wir haben Ihnen zu diesem Wechsel an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes eine Pressemitteilung herausgegeben. Ich kann sie hier gerne noch mal vortragen. Ich kann auch das vortragen, was Minister Altmaier zu diesem Wechsel gesagt hat. Darüber hinausgehende Informationen habe ich nicht für Sie. Aber ich will gerne die Pressemitteilung vielleicht noch mal, so lang war sie ja nicht, vortragen. Bitte. Bei Bedarf. In der Führung des Bundesnachrichtendienstes findet mit Wirkung zum 1. Juli 2016 ein Wechsel statt. Der bisherige Präsident Gerhard Schindler wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Sein Nachfolger wird der Abteilungsleiter im Bundesministerium der Finanzen, Dr. Bruno Kahl. Der Chef des Bundeskanzleramtes, Bundesminister Peter Altmaier, dankt Präsident Schindler für seine langjährige, verdienstvolle Arbeit an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes seit 2012. Weiterhin erklärt der Chef des Bundeskanzleramtes, Zitat, der Bundesnachrichtendienst steht in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen, die alle Bereiche seiner Arbeit betreffen. Hierzu gehören die Weiterentwicklung seines Aufgabenprofils im Hinblick auf veränderte sicherheitspolitische Herausforderungen, die weitere Ertüchtigung des Dienstes in technischer und personeller Hinsicht, notwendige organisatorische und rechtliche Konsequenzen aus den Arbeiten des NSA und NSA-Untersuchungsausschusses sowie der Umzug großer Teile des BND von Pullach nach Berlin. Ende des Zitats und Ende der Pressemitteilung. Herr Leifert? Ganz kurz. Ja, Moment, bitte. Nachfrage. Die Gründe, die Sie gerade aufgezählt haben, also auch die zukünftigen Herausforderungen des BND, hier Weiterentwicklung des Aufgabenprofils, die technischen Sachen und die rechtlichen Konsequenzen. Das heißt, Herr Schindler war dafür nicht gewappnet. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe Ihnen die Pressemitteilung vorgetragen. Weitergehende Informationen habe ich für Sie nicht. Und das wird sich bei Angelegenheiten des Nachrichtendienstes, über die wir ja aus gutem Grund nicht öffentlich informieren, wird Sie das sicherlich nicht verwundern. Alle notwendigen Erklärungen werden selbstverständlich vor den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages vorgetragen. Herr Leifert. Herr Seibert, Sie haben jetzt nichts dazu gesagt, auch entnehme ich auch nicht der Pressemitteilung, wie die Entscheidung dazu gefallen ist. Wann gab es denn die ersten Stimmen innerhalb der Bundesregierung, die gesagt haben, da müssen wir uns für die Zukunft anders aufstellen? Ist das, der Herr Gabriel sagte vorhin in der vorangegangenen Bundespressekonferenz, war bereits am Rande des Themas der Regierungskonsultationen in Metz, vor 4 Wochen wohl schon mal der Fall. Können Sie was über den Zeitplan sagen, wie sich das entwickelt hat und wer diese Entwicklung betreut, begleitet und entschieden hat? Nein, ich habe Ihnen zum Hergang dieser Entscheidung nichts zu sagen. Warum nicht? Ich habe Ihnen die Pressemitteilung vorgetragen. Daraus geht, glaube ich, das Wesentliche hervor. Und im Übrigen handelt es sich um Angelegenheiten der Nachrichtendienste. Da gehe ich hier nicht in öffentliche Erörterungen. Sie wissen, dass es dafür die zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages gibt. Ich kann Ihnen zur Entstehung dieser Entscheidung hier nichts mitteilen. War das denn, die Entstehung haben Sie ja in einer Form der Pressemitteilung auch der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Dann gehört doch auch zu der Information der Öffentlichkeit, ob das eine Entscheidung der Kanzlerin war oder ob das Herr Altmaier allein entschieden hat.
Das ist Ihre Haltung, was zur Information der Öffentlichkeit gehört. Wir haben die Öffentlichkeit über diesen Wechsel an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes informiert. Die Pressemitteilung spricht auch von den Herausforderungen der kommenden Jahre, vor denen der Bundesnachrichtendienst steht, spricht von dem Dank an den scheidenden Präsidenten Gerhard Schindler für seine langjährige verdienstvolle Arbeit. Ich habe über diese Pressemitteilung hinaus Ihnen nichts zu berichten. Aber wir fragen weiter, bitte. Daniel Lücking, freier Journalist. In den Meldungen gestern sagte Burkhard Lischka, ja, die SPD sei gar nicht so recht über diesen Wechsel informiert gewesen. Jetzt ist er in dem Gremium der SPD, was mit der CDU zusammen über die Geheimdienstreform arbeitet und auch schon ein Papier dementsprechend präsentiert hat, wie die aussehen könnte. Wie erklärt sich das, dass Herr Altmaier solche Personalwechsel angeht, ohne die laufenden Optimierungsgespräche in Bezug auf Geheimdienst da zu berücksichtigen? Das ist ja zunächst eine Behauptung von Ihnen. Dieses ist die Entscheidung, die ich Ihnen vorgetragen habe über den Wechsel an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes. Sie haben vorhin Wirtschaftsminister Gabriel hier sitzen sehen, der davon sprach, wie auch beispielsweise das Auswärtige Amt eingebunden war. Mehr brauche ich Ihnen dazu nicht zu sagen. Und in Person Burkhard Lischka konkret, weil er ja auch in dem Gremium sitzt, was an diesen Dingen gearbeitet hat? Ich kann keine Stimmen aus dem Deutschen Bundestag zu dieser Entscheidung hier kommentieren. Herr Jung. An Frau von Thiesenhausen, können Sie uns aus Ihrer Sicht die Personalie Bruno Kahl mal erläutern? Wer ist das? Nein, das kann ich nicht. Herr Seibert hat alles, was dazu von Seiten der Bundesregierung heute zu sagen ist, bereits ausgeführt. Herr Seibert, was qualifiziert Herrn Kahl als Nachfolger von Herrn Schindler? Ich werde jetzt nicht in die Diskussion von Personalien gehen, weder von Scheidenden noch von Kommenden. Eine Frage noch? Bitte. Soll das Austauschen des BND-Chefs jetzt die BND-Reform sein oder wird die BND-Reform fortgeführt oder überhaupt angefangen? Ich glaube, die Frage beantwortet sich, wenn man noch einmal sich vor Augen führt, was der Chef des Bundeskanzleramtes, Minister Altmaier, in dieser Presseerklärung von heute als die Aufgaben und Herausforderungen des BND in den kommenden Jahren bezeichnet. Herr Jordans. Herr Sabat, wird die Bundesregierung über dieses Statement hinaus gar keine öffentliche Erklärung für diesen Rollenwechsel mehr abgeben oder geschieht das nur in diesem geschlossenen Hintergrundgespräch mit Herrn Altmaier? Nein, das ist in der Tat nicht vorgesehen. Es ist ein, wenn Sie so wollen, vollkommen normaler Vorgang im Sinne des Beamtenrechts, dass ein politischer Beamter zu jedem Zeitpunkt in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden kann. Das wissen Sie. Das wird nicht erörtert. Und was die konkreten Angelegenheiten der Nachrichtendienste betrifft, so informieren wir über sie grundsätzlich die zuständigen, geheim tagenden Gremien des Deutschen Bundestages und nicht die Öffentlichkeit. Darf ich nachfragen, weil Sie ja sagen, dass Sie nur die geheimtagenden Gremien informieren. Gibt es denn von Herrn Altmaier irgendeine Presseunterrichtung, die nicht öffentlich ist? Die öffentliche Presseunterrichtung erfolgt durch die Pressemitteilung, die wir heute Vormittag herausgegeben haben, beziehungsweise durch mich. Und das ist ziemlich identisch, inhaltlich, wie Sie gerade merken. Herr Leifert. Herr Schäfer, weil ich es nicht weiß, war das Auswärtige Amt auch bei den vorherigen, früheren Besetzungen des BND so eingebunden wie jetzt in diesem Fall, Herr Steinmeier? Das weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Herr Jung. Frau von Thiesenhaus, können Sie uns die aktuelle Rolle von Herrn Kahl im Ministerium erläutern? Ja, Herr Kahl ist derzeit Abteilungsleiter der Abteilung 8 im Bundesministerium für Finanzen, die sich maßgeblich mit dem Gebiet der Bundesbeteiligung befasst. Und Herr Seibert, was ist aus den strukturellen und organisatorischen Defiziten geworden, die Sie uns vor einem Jahr in einer Pressemitteilung mitgeteilt haben? Sind die mittlerweile behoben, erkannt worden? Nun, erkannt worden sind sie ja sowieso. Ich verweise auf die Pressemitteilung vom 16. Dezember, mit der wir uns hier auch schon, 16. Dezember des vergangenen Jahres, mit der wir uns ja hier schon oft befasst haben. Da ist von technischen, das ging im März 2015 mit einer ersten
Pressemitteilung los. Im Dezember wurde es nochmal aufgegriffen. Da ist von technischen und organisatorischen Defiziten beim BND die Rede. Sie sind identifiziert. Es ist die Weisung erteilt, sie unverzüglich abzustellen. Ich muss Ihnen das alles nicht nochmal vortragen, weil wir hier viele Stunden, würde ich fast sagen, damit schon verbracht haben. Die Arbeit ist natürlich eine, die nie endet. Es geht immer darum, auch einen modernen Bundesnachrichtendienst an die Anforderungen der Gegenwart anzupassen. Davon spricht Minister Altmaier in seiner Erklärung heute, wenn er von den kommenden großen Herausforderungen der nächsten Jahre spricht und von der Notwendigkeit der Ertüchtigung des Dienstes in technischer wie in personeller Hinsicht. Würden Sie uns erläutern, was diese strukturellen, diese technischen, diese organisatorischen Defizite sind? Nein. Herr Lücking. Herr Seibert, könnten Sie erläutern, wie das zu der organisatorischen Entscheidung gekommen ist, das Hintergrundgespräch nur mit Herrn Altmaier offenbar im Kanzleramt zu führen, nicht aber hier in die Bundespressekonferenz als Hintergrundgespräch zu bringen? Darüber habe ich ehrlich gesagt keine Informationen. Es läuft auf dasselbe hinaus. Das bewährte Prinzip lautet, und daran halten wir auch in diesem Fall fest, keine öffentliche Erörterung nachrichtendienstlicher Angelegenheiten. Herr Sobolewski. Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Herr Seibert, jemand, der sich in seinem Arbeit, in seinem Alltag beschäftigt mit den Bundesbeteiligungen an der Post, an der Telekom oder der Bundesdruckerei, was qualifiziert den denn zum Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes? Sie sind ja ein gut recherchierender Journalist und sind sicher in der Lage, auch den Werdegang von Herrn Dr. Karl vor seiner derzeitigen Position im Bundesfinanzministerium zu recherchieren. Und da werden Sie dann Hinweise finden. Ich möchte hier weiterhin keine Personalien diskutieren, aber ich bin sicher, die Recherche lohnt sich. Herr Jordans. Herr Sauer, Sie können die Frage gerne losgelöst von der heute verkündeten Entscheidung beantworten. Mich würde interessieren, gab es in der Bundesregierung irgendeine Besorgnis über die Kontakte von Herrn Schindler zu Mitgliedern einer rechtsnationalen Gruppe? Ich kann diese Frage nicht beantworten, weder losgelöst noch sonst wie. Ich habe zu diesem Wechsel an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes jetzt das gesagt, was ich Ihnen hier öffentlich mitteilen kann. Herr Jung. Frau von Thiesenhausen, warum interessiert sich Herr Schäuble für die Arbeit des BND? Er ist Finanzminister. Ich verstehe die Frage nicht. Herr Schäuble war ja hier gerade in einer Pressekonferenz und hatte auch Fragen zu diesem Komplex. Er hat gesagt, dass er an der Personalentscheidung nicht direkt beteiligt war. Und insofern ist mir der Kontext oder der Hintergrund für Ihre Frage jetzt nicht ganz einsichtig. Ich will aber gerne sagen, wir alle sollten uns für die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes interessieren, das weil es tun unser... Wir. Sie beantworten ja keine Fragen dazu. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Sie sind sehr interessiert, Herr Seibert. Richtig, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Sie wollen nichts dazu sagen. Also Frau Thiesenhausen, erste Ressort. Ich würde den Satz gerne zu Ende führen. Okay. Wir sollten uns deswegen alle für die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes interessieren, weil er unser Auslandsnachrichtendienst ist, von dessen Ergebnissen und dessen Berichten durchaus auch unsere Sicherheit hier in Deutschland nicht in unerheblicher Weise abhängt. Wen meinen Sie damit, wir, Herr Seibert, die Bundesregierung oder die Bevölkerung und Frau Thiesenhausen? Alle Mitglieder der Bundesregierung. Es ist ja nicht der Bundesnachrichtendienst eines einzelnen Ressorts. Es ist der Bundesnachrichtendienst, der der Bundesregierung wichtige Informationen zuträgt. Aber die Frage war ja, Frau Thiesenhausen, warum ein ressortfremder Minister sich für die Arbeit der Geheimdienste interessiert. Also Herr Seibert hat da ja gerade sehr schön zu ausgeführt. Dem habe ich jetzt hier nichts hinzuzufügen. Gibt es weitere Frageversuche zu diesem Thema? Dann möchten wir Herrn Seibert bitten, kurz aus dem Kabinett zu berichten. Gerne. Zunächst würde ich Ihnen gerne über den Berufsbildungsbericht 2016 berichten. Das ist ein wichtiges Thema, weil Sie wissen, dass die berufliche Bildung zu den großen Stärken der deutschen Wirtschaft gehört. Für das Ausbildungsjahr 2015 kann insgesamt eine positive Bilanz gezogen werden. Warum positiv? Weil Ausbildungssuchende mehr Angebote als im letzten Jahr hatten. Zwar ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, aber es konnte der Rückgang der betrieblichen Verträge in den letzten Jahren gestoppt werden. Es ist klar, dass die Herausforderungen auf dem Ausbildungsmarkt komplexer werden. Es ist so, dass immer mehr junge Leute ein Hochschulstudium aufnehmen.
Die Probleme der Passung zwischen Angebot und Nachfrage nehmen zu. Also wird auch das an Ausbildungsplätzen gesucht, was real angeboten wird. Die Digitalisierung stellt neue Anforderungen an das Qualifikationsprofil. Und es steht dann noch als ein zusätzliches Thema die Integration einer großen Zahl von Geflüchteten mit Bleibeperspektive in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt bevor. Da die Bundesbildungsministerin dazu schon berichtet hat, will ich nur wenige Punkte noch nennen. 2015 wurden, wie auch mehr oder weniger schon im Jahre 2014, rund 522.100 neue Ausbildungsverträge geschlossen. Erfreulich, die Zahl der betrieblichen Ausbildungsverträge ist verglichen mit dem Vorjahr leicht gestiegen. Es sind 20.700 Bewerberinnen und Bewerber unversorgt geblieben. Das sind etwas weniger als 2014. Die Betriebe konnten 41.000 gemeldete Ausbildungsstellen nicht besetzen. Und das ist leider ein neuer Höchststand seit 1996. Wie gesagt, zum einen streben immer mehr junge Leute ein Studium an, zum anderen haben es die Firmen auch immer schwerer, passende Bewerber zu finden. Immer mehr kleine Ausbildungsbetriebe, auch das muss einem Sorge machen, ziehen sich aus der Ausbildung zurück. 2014 hat noch jeder fünfte etwa Betrieb ausgebildet. 2009 war es zum Beispiel noch fast jeder vierte. Gerade zum Beispiel Start-ups bilden zu wenig aus noch. Um die berufliche Ausbildung weiter zu stärken, arbeiten Bundesregierung, Wirtschaft, Gewerkschaften und Länder gemeinsam in der Allianz für Aus- und Weiterbildung daran, den Einstieg junger Menschen in die Ausbildung weiter zu verbessern. Der Bund hat neue Instrumente eingeführt, das Instrument der sogenannten assistierten Ausbildung. Mit diesem Instrument sind im vergangenen Jahr schon knapp 5.000 Menschen, junge Menschen gefördert worden. Ja, das ist, glaube ich, das Wesentliche, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ein weiterer Bericht hat das Bundeskabinett heute beschäftigt, der Bericht der Bundesregierung zum Stand des Bürokratieabbaus. Auch den legen wir regelmäßig vor. Gemäß Paragraph 7 des Gesetzes zur Einsetzung eines nationalen Normenkontrollrats. Also es geht um die Fortschritte beim Abbau von Bürokratiekosten und bei der Entwicklung des Erfüllungsaufwandes, den sowohl Bürger als auch Wirtschaft haben. Es geht hier um das Jahr 2015. Für die Wirtschaft ist insgesamt der laufende Erfüllungsaufwand um etwa 1,4 Milliarden Euro jährlich per Saldo gesunken. Das kommt zum größten Teil aus zwei Maßnahmen, dem Bürokratieentlastungsgesetz und dem Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts. Was sich sehr bewährt hat, ist die Bürokratiebremse, auf Deutsch One in, One out. Die Bundesregierung hat im Jahr 2015 insgesamt 53 Vorhaben beschlossen, die unter diese neu eingeführte Bürokratiebremse fallen. Das sieht dann so aus, dass 26 Vorhaben zu einem Anstieg des laufenden Erfüllungsaufwands geführt haben von insgesamt 457 Millionen Euro. Und demgegenüber stehen 27 Vorhaben, die zu einem Rückgang des Erfüllungsaufwandes geführt haben, und zwar um über 1,4 Milliarden Euro. Also beeindruckendes Ergebnis. Im Saldo hat sich 2015 der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft um fast 1 Milliarde Euro verringert. Der letzte Punkt aus dem Kabinett, den ich Ihnen vortragen will, ist der ständige Tagesordnungspunkt Flucht und Migration, Integration. Heute unter dem besonderen Aspekt der Integration von Migrantinnen und Migranten im ländlichen Raum. In den ländlichen Räumen in Deutschland leben etwa 50% der Bevölkerung. Der Minister Schmidt für Ernährung und Landwirtschaft hat dazu vorgetragen, die ländlichen Räume haben ja vielfältige Chancen, vielfältige Vorteile, wenn man so will, auch gegenüber Ballungsgebieten. Das ist nicht nur der oft leichter verfügbare Wohnraum für Flüchtlinge, wenn man es mit Ballungsgebieten vergleicht. Es ist im ländlichen Raum ein besonders hohes zivilgesellschaftliches Engagement. Die Dorfgemeinschaften sind überschaubar. Es gibt ein reges und ausgeprägtes Vereinsleben. All das ist eine gute Basis gegen die Bildung von Parallelgesellschaften. Einzelbeispiele von gelungener Integration in ländlichen Räumen zeigen das bereits. Es gilt also, die laufenden Aktivitäten, auch die Netzwerke der Akteure, stärker zu nutzen und weiterzuentwickeln. So viel aus dem Kabinett. Gibt es zu diesen Themen Nachfragen? Dann kommen wir zu anderen Themen. Herr Jung. Ich
Ich würde gerne zu diesem E-Auto-Gipfel und den Maßnahmen was fragen. Was ist aus dem Ziel von 1 Million Autos, also E-Autos, bis 2020 geworden? Ich weiß nicht, an wen die Frage sich richtet. Waren Sie da, als hier drei Bundesminister das sehr ausführlich vorgetragen haben? Vor einer Stunde? Ich habe es live verfolgt, klar. Aber ja, ich wollte trotzdem jetzt noch mal eine allgemeine Haltung wissen, weil das war ja schon ein nicht gerade ambitioniertes Ziel von dann 1 Million. Jetzt wären es noch nicht mal mehr 500.000. Ich nehme an, Sie wollen das Verkehrsministerium. Ja. Bitte. Also ich kann es gerne noch mal wiederholen, was da gesagt wurde vor ungefähr zwei Stunden. Das Ziel steht, die Bundesregierung hält an dem Ziel fest, 1 Million Elektroautos bis 2020 auf die Straße zu bringen. Mit diesem Programm kann man ungefähr 500.000 fördern. Das sind aber natürlich nicht nur die, man kann ja auch außerhalb dieses Programms Elektroautos kaufen. Das hat Herr Gabriel meines Wissens relativ deutlich klar gemacht. Also insofern ist es ein Schritt auf dem Weg dorthin. Aber wie kommen Sie denn auf die 500.000, wenn die Gesamtfördersumme 1,2 Milliarden ist und es 4.000 Euro pro E-Auto geben soll? Dann auch das wurde aufgedröselt. Ungefähr 50.000 haben wir bereits auf der Straße. Rund 400.000 kann man mit diesem Förderprogramm fördern. Und den Rest kann man sich eben so kaufen. Also das sind die Zahlen, die heute genannt worden sind. Dann wechseln wir mal zu 1,2 Milliarden durch 4.000 sind noch 300.000, nicht 400.000. Ich werde das nicht hier Rechenbeispielchen machen, aber so ist es vorgestellt worden. Mit dieser 1 Milliarde Euro ist dieses Ziel zu erreichen. Mit diesem Thema haben wir uns... Die Förderung ist ja gestaffelt. 4.000 für reine Elektroautos, weniger für Plug-ins. So ist die Rechnung, die Sie aufmachen, dann nicht ganz korrekt. Mit dem Thema haben wir uns außerdem gerade eine Stunde beschäftigt. Wir wechseln zu Herrn Papasch, bitte. Eine Frage an Frau Diesenhausen. Der Bundesfinanzminister schloss einen Sondergipfel der EU zum Frage-Griechenland-Programm aus. Sieht der Finanzminister eine Möglichkeit eines Sondergipfels, Sondertreffens der Eurogruppe nächste Woche? Oder soll das Thema Griechenland auf der regulären Eurogruppensitzung im Mai kommen? Das ist die eine Frage. Und eine zweite Frage an Herrn Seibert. Hat der Finanzminister auch im Namen der Bundeskanzlerin gesprochen, als er den EU-Gipfel ausschloss? Denn der EU-Gipfel ist eigentlich eine Sache der Regierungschefs und nicht der Minister. Ja, vielleicht fange ich an und erläutere auch noch mal ein bisschen das, was vorhin gesagt wurde. Es ist ja jetzt so, dass der Chef der Eurogruppe gestern gesagt hat, dass der Fortschritt der Gespräche zwischen Griechenland und den Institutionen noch nicht so ist, dass er zu seinem Sondertreffen der Eurogruppe einladen kann. Wie lange das jetzt dauert, wie lange es jetzt noch braucht, bis diese Gespräche abgeschlossen werden, vermag ich jetzt hier nicht zu sagen. Es ist offensichtlich so, dass noch Gesprächsbedarf besteht. Der normale Verlauf ist ja dann auch so, dass die Institutionen die Gespräche führen und dann die Eurogruppe das beschließende Gremium ist. Ich möchte vielleicht Ihre Aufmerksamkeit auch noch darauf lenken, dass Herr Tusk, der Ratspräsident der EU, gesagt hat, dass ein Sondergipfel derzeit nicht ansteht. Insofern auch noch mal dieser Hinweis. Ja, ich kann das kaum ergänzen. Wir haben ein bewährtes Verfahren, das den Finanzministern der Eurogruppe eine ganz konkrete Rolle zuweist. Daran halten wir fest. Und da gibt es die engstmögliche Zusammenarbeit zwischen dem Bundesfinanzminister und der Bundeskanzlerin. Kann ich eine Zusatzfrage stellen? Bitte. Anscheinend gibt es Differenzen, wie man den Beschluss der Eurogruppe vom letzten Freitag eigentlich liest. Denn die griechische Regierung sieht sich verpflichtet, einen Mechanismus zu beschließen, der automatisch Kürzungen aufzwingt, sobald die Haushaltsziele nicht erreicht werden. Reicht das aus oder sollen schon jetzt ganz genaue Maßnahmen auf Vorrat, dieses Paket auf Vorrat durchs griechischen Parlament kommen? Also Herr Papas, es war ja am Freitag Einigkeit zwischen den Institutionen auf der einen Seite und den Eurogruppenländern auf der anderen Seite, dass man in den vier Kerngebieten des aktuellen Reviews, nämlich Rentenreform, Einkommensteuerreform, Abbau der notleidenden Kredite in den Banken und beim Privatisierungsfonds, zwar Fortschritte erzielt hat,
dass aber auch ein Vorratspaket mit Maßnahmen benötigt wird für den Fall, dass eben Griechenland die vereinbarten Haushaltsziele nicht erreicht. Die technische Umsetzung obliegt jetzt den Gesprächen zwischen Griechenland und den Institutionen. Diese Einigkeit bestand zwischen allen Beteiligten am Freitag. Nochmal, darf ich ganz... Eine letzte. Also damit ich richtig verstehe, soll das griechische Parlament schon vor dem Abschluss der Überprüfung ganz spezielle Maßnahmen auf Vorrat beschließen? Es bestand Einigkeit, dass ein Vorratspaket nötig ist. Das war der Konsens der Beteiligten am Freitag in Amsterdam. Und darüber wird derzeit noch gerungen, aber der Konsens steht völlig außer Frage. Dann wechseln wir das Thema. Das kommt zur Abwechslung mal von dieser Seite. Herr Schäfer, bitte. Vielen Dank, Herr Mainz. Ich würde gerne die Gelegenheit hier nutzen, Ihnen ein paar Worte zur Lage im Osten der Ukraine zu sagen. Und zwar aus gegebenem Anlass, nämlich deshalb, weil es hier und da auch in deutschen Medien, aber im Wesentlichen in der Ukraine, Missverständnisse gab, auch einige Fehlinformationen über die Meinungslage innerhalb des Normandie-Formats im Hinblick auf die OSZE-Beobachtermission im Osten der Ukraine. Und deshalb möchte ich Ihnen sagen, dass die derzeitige Beobachtermission der OSZE, wohlgemerkt die allgemeine Beobachtermission, die wir ja schon seit einiger Zeit am Platz und in Arbeit haben, eine zivile, unbewaffnete Mission ist. Das ist eine Entscheidung aller 57 Teilnehmerstaaten der OSZE, die auch bei der Entscheidung über die Verlängerung einstimmig erfolgt ist. Und ich möchte ausdrücklich sagen, es gibt keine Absprachen unter Beteiligung Deutschlands und Frankreichs, weder innerhalb der OSZE noch im Normandie-Format, Veränderungen an diesem wohlgemerkt zivilen Charakter der OSZE-Beobachtermission. Richtig ist, dass wir in Absprache und innerhalb des Normandie-Formates als deutscher OSZE-Vorsitz das Sekretariat der OSZE gebeten haben, Optionen vorzulegen mit dem Ziel einer Verbesserung der Sicherheit bei den geplanten Lokalwahlen. Hier ist es aber zu früh, jetzt bereits von Ergebnissen zu sprechen, sondern da warten wir gerne auf die Vorschläge, die von der OSZE in Wien für uns gemacht werden. Ich will Ihnen auch ehrlich sagen, dass jetzt ohne damit eine Entscheidung vorwegzunehmen bei möglichen Diskussionen, Sie wissen ja vielleicht, dass die ukrainische Regierung, auch der ukrainische Präsident bereits seit längerer Zeit immer wieder die Frage einer bewaffneten Mission ins Spiel bringt, dass es für uns derzeit doch schwer vorstellbar ist, wie eine bewaffnete OSZE-Mission aussehen könnte, die das Ziel hätte, die Sicherheit der Wahlen in den Separatistengebieten wirksam durchzusetzen und vor allen Dingen die Sicherheit der OSZE-Beobachter zu verbessern. Es gibt in der OSZE keinen einzigen Präzedenzfall für eine bewaffnete Mission. Im Gegenteil, gerade der zivile Charakter der Mission der OSZE ist ein wichtiges Merkmal von Beobachtermissionen, die mit der Akzeptanz aller Konfliktparteien nur tätig werden. Und wenn man die Idee einer bewaffneten Mission zu Ende denkt, dann stellen sich eine ganze Reihe von schwierigen rechtlichen, politischen, praktischen und militärischen Fragen. Stellen Sie sich nur vor, die Separatisten, im Übrigen auch die ukrainische Regierung, aber hier in diesem Fall die Separatisten verfügen im Krisengebiet, im Konfliktgebiet über schwere und moderne Waffen, Kampfpanzer, Raketenwerfer, schwere Geschütze. Wie eine bewaffnete OSZE-Mission aussehen sollte, in der Polizisten sich gegen so etwas zur Wehr setzen können sollten, entzieht sich jedenfalls meiner Kenntnis. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir in absehbarer Zeit planen, ein erneutes Treffen im Normandie-Format auch auf der Ebene der Außenminister auszurichten. Es ist zu früh, Ihnen da jetzt ein konkretes Datum zu nennen, aber ein solches Treffen wäre dann auch der Anlass, all die Fragen im Zusammenhang mit den OSZE-Beobachtermissionen im Osten der Ukraine im Kreise der vier Normandie-Partner aufzunehmen. Vielen Dank. Dazu, Herr Dilfs. Herr Schäfer, direkt dazu. Das heißt, Sie können nicht den 11. Mai bestätigen als
Termin für ein solches Treffen. Das meldet, glaube ich, Interfax hat das gemeldet. Ich finde, der 11. Mai ist schon eine ganz gute Preislage, aber bestätigen würde ich sowas erst, wenn ich wirklich sicher bin, dass das Datum stimmt und dass alle Gäste, die Herr Steinmeier einladen könnte zu einem solchen Treffen, dann auch tatsächlich zugesagt haben, weil sie zeitlich verfügbar sind. Ach, noch, das wäre denn in Berlin oder? Für viele von diesen Normandie-Treffen haben bereits in Berlin-Tegel in der Villa Borsig stattgefunden. Das Haus kennt die Gäste gewissermaßen schon. Würde es unseren Hintergrund bereichern, wenn wir unter 2 oder unter 3 gingen? Nee, ist nicht nötig, Herr Mainz. Vielen Dank. Herr Jung? Ich habe noch eine allgemeine Frage zur Ukraine. Die EU-Kommission hat jetzt die Visumsfreiheit für Ukrainer vorgeschlagen. Begrüßt das die Bundesregierung? Vielleicht das BMI in Sachen Visa? Also ganz allgemein ist es sicher zu früh, das jetzt hier abschließend zu bewerten. Wie Sie wissen, gibt es das Thema ja auch mit anderen Staaten außerhalb der EU, wo wir in sehr konstruktiven Gesprächen sind. Es gibt da bei natürlich eine Reihe von Dingen zu beachten, bei solchen Prozessen, die sehr sorgfältig abgewogen werden müssen. Deswegen ist es sicher zu früh, hier heute eine abschließende Position der Bundesregierung dazu preiszugeben. Der Vorschuss war jetzt nicht mit, also der Vorschuss der EU-Kommission war jetzt nicht mit der Bundesregierung abgestimmt. Ich habe zu dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Ich habe gesagt, dass es eine abschließende Positionierung jedenfalls unseres Hauses dazu heute nicht mitzuteilen gibt. Auf der Liste der Kollegen mit neuen Themen steht weiterhin der Kollege Delfs. Oder war das schon? Nee, das war das. Das genau. War das. Dann ist der Nächste der Herr Jung. Herr Seibert, Herr Schäfer, der US-Präsident hat die Bundesregierung aufgefordert, das militärische Engagement in Osteuropa auszubauen. Im Rahmen der NATO. Wird die Bundesregierung dem folgen und können wir damit rechnen, dass deutsche Soldaten bald an der russischen Grenze stationiert werden? Soll ich? Ja, das Thema haben wir in den letzten Wochen hier mit und ohne Ihre Beteiligung, Herr Jung, schon mehrfach ventiliert und besprochen. Und die Antwort, die ich Ihnen darauf geben möchte, auf Ihre Frage, ist genau die gleiche wie letzte Woche, ist die gleiche wie vorletzte Woche und vorvorletzte Woche. Das alles steht im Zusammenhang. Hat Obama nichts geändert jetzt? Wie bitte? Hat Herr Obama jetzt nichts geändert? Dann brauchen Sie ja die Antwort nicht nochmal. Nein, aber ich meine, es gibt eine Menge Äußerungen im Vorfeld des NATO-Gipfels Anfang Juli zu den Entscheidungen, die da im Bündnis anstehen. Und über das hinaus, was die Bundeskanzlerin in den Pressebegegnungen in Hannover gesagt hat, kann ich Ihnen nur sagen, wir freuen uns sehr auf diesen NATO-Gipfel in Warschau. Der ist ein guter Anlass, Bilanz zu ziehen unter die vor 2 Jahren in Wales beschlossenen Maßnahmen der sogenannten Rückversicherung oder auf Englisch Reassurance auf der östlichen Flanke des NATO-Bündnisgebietes. Da sind eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen worden, an denen sich die Bundesregierung, das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr sehr aktiv und sehr von vorne beteiligt hat. Wir sind, das kann ich vorweg sagen, mit dem Stand der Umsetzung der Beschlüsse von Wales sehr zufrieden. Nun haben wir eine Situation, in der von einigen unserer Bündnispartner neue Wünsche, neue Vorschläge auf den Tisch gebracht worden sind. Dazu gehören auch die Vorschläge der amerikanischen Seite. Wir sind da total offen, mit unseren Partnern über alles Mögliche zu reden. Das gilt auch für die Vorschläge von der amerikanischen Seite. Die bisherige Haltung der NATO, so wie sie auf dem NATO-Gipfel in Wales zum Ausdruck gekommen ist, nämlich, dass Reassurance gut und wichtig ist, dass wir uns daran beteiligen, dass aber die Grundsätze der NATO Russland Grundakte von 1997 nicht angetastet werden sollen, bleiben dabei der Maßstab und die Handlungsmaxime der Bundesregierung. Und wir freuen uns jetzt auf die im Grunde auf allen Ebenen laufenden vorbereitenden Gespräche für die Gipfelerklärung und für die Entscheidungen, die da anstehen. Und da sind Beamte im Verteidigungsministerium, im Kanzleramt, im Auswärtigen Amt sehr aktiv, da tagtäglich dran, gemeinsam mit unseren Partnern im Bündnis all diese Fragen zu besprechen und sozusagen politisch die Entscheidung auf politischer Ebene vorzubereiten. Zusatz? Wenn sich die USA von Ihnen was wünschen, wünschen Sie sich auch mal was von dem NATO-Partner USA? Und Herr Nant, ist die Verteidigungsministerin bereit, deutsche Soldaten
an die russische Grenze, gerade im Hinblick der historischen Perspektive, zu schicken? Darf ich Herrn Nant die zweite Frage zuerst beantworten lassen, damit wir uns noch Gedanken über die Antwort machen können? Gerne. Dann fange ich mit der zweiten Frage an. Herr Schäfer hat es ja gerade schon ausführlich und umfassend dargestellt. Was ich aber noch ergänzen kann zu der Antwort von Herrn Schäfer ist, dass wir derzeit in 2016 etwa 3.600 Soldaten für die NATO Response Force stellen. Und gerade auch für Übungen im östlichen und südöstlichen Bundesgebiet stellen wir derzeit und dieses Jahr insgesamt 5.500 Soldaten ab. Das sind insgesamt 21 internationale Übungen, an denen wir teilnehmen. Und vielleicht auch noch als Zahl, auch derzeit haben wir noch eine Kompanie auf Rotationsbasis, die in Litauen für die 3 Monate stationiert ist. Ansonsten hat Herr Schäfer es ausführlich dargestellt. Habe ich Ihnen noch Zeit gegeben. Wünsche? Wünsche, ja genau. Ich dachte, Sie übergehen die Frage jetzt und lassen mich so vom Haken. Nein, ich würde sagen, die Reise des amerikanischen Präsidenten nach Europa hat doch eindrucksvoll bekräftigt, wie wichtig für die Vereinigten Staaten von Amerika, wie wichtig für diesen Präsidenten, wie wichtig für diese Administration die Partnerschaft, das Bündnis mit Europa ist. Und es ist auch deutlich geworden, dass bei diesem Bündnis, diesem transatlantischen Bündnis zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland in der Sichtweise des amerikanischen Präsidenten eine ganz wichtige Rolle spielt, weit über den Bereich der Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik hinaus. Und wenn ich jetzt einen Wunsch äußern dürfte, dann würde der darin bestehen, dass wir diese enge Partnerschaft im transatlantischen Verhältnis so vertrauensvoll, wie das in den letzten Tagen zum Ausdruck gekommen ist, fortsetzen können. Dann sind die Wünsche auch auf dem Zettel. Wir wechseln das Thema zu Herrn Zweigler. Ja, ich würde gern zum Bereich Verkehr 2 Fragen stellen, aber die Fragen gehen an das Bundesumweltministerium. Ich würde gern wissen, Frau Stamer, stimmt es, dass das Umweltbundesamt 41 Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan moniert, kritisiert oder sozusagen auf eine schwarze Liste gesetzt hat? Und die zweite Frage, wird Ihre Ministerin denn dem Bundesverkehrswegeplan nicht zustimmen, wenn die städtisch stehenden Projekte weiterhin im Plan verbleiben? Also zunächst einmal, das Umweltbundesamt ist als Fachbehörde frei und unabhängig, Stellungnahmen zu einer Vielzahl von Themen abzugeben. Die Stellungnahmen erfolgen auf Basis seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse. In die Freiheit des Amtes mischt sich die Bundesumweltministerin nicht ein. Sie macht es genauso wenig, wie es ihre Amtsvorgänger getan haben. Was den Verkehrswegeplan angeht, so werden wir natürlich in der Ressortabstimmung, in der anstehenden Ressortabstimmung unsere Position dort vertreten. Nachfrage, ganz schlicht gefragt, ist es denn das Ziel Ihres Hauses oder Ihrer Ministerin, den Weiterbau der A20 und der 21 zu verhindern aus Umweltschutzgründen, die jetzt das Amt darlegt? Sie wissen, dass Ressortabstimmungen intern sind. Daran werde ich mich halten und werde sie hier nicht an dieser Stelle fortsetzen. Allgemein kann ich vielleicht so viel sagen, dass wir uns die Pläne natürlich unter dem Aspekt des Klimaschutzes ansehen. Sie wissen, der Verkehrssektor ist ein Sorgenkind des Klimaschutzes. Das lässt sich zum Beispiel daran erkennen, dass die Treibhausgasemissionen seit Jahrzehnten stagnieren. Ich kann in diesem Zusammenhang noch mal auf die Beschlüsse von gestern Abend zur E-Mobilität verweisen. Die Beschlüsse sind aus unserer Sicht ein wichtiges Signal, dass wir es ernst meinen mit dem umweltfreundlichen Umbau des Verkehrssektors. Wenn Sie gestatten, würde ich eine Nachfrage an die Nachbarin zur Linken weiterreichen. Frau Musmeier, gibt es denn jetzt Zweifel an A20, 21 beispielsweise, nachdem das UBA so eine massive Kritik dort gegeben hat? Nein, also ich wollte es noch ganz kurz einordnen. Also im Bundesverkehrswegeplan, der ja nun momentan in der öffentlichen Auslegung ist, sind ja mehr als 1.000 Projekte drin, mehr als 2.000 haben wir geprüft. Die Küstenautobahn, für die das vielleicht nicht kennen, die A20, ist ein ganz wichtiges Projekt. Das ist eine ganz wichtige West-Ost- oder Ost-West-Verbindung, je nachdem, in welche Richtung man fährt, die seit langem geplant und komplettiert werden soll. Und ich weise auch einfach noch kurz darauf hin, dass selbst Elektroautos was bis auf weitere Straßen brauchen. Dann wechseln wir wieder das Thema. Nehmen Sie bitte das Mikro hinter sich. Friedrich Geiger vom Wall Street Journal. Eine Frage an das Verkehrsministerium zum Thema Luftfahrtsicherheit. Wir haben
am Montag beim Wall Street Journal aus einem vertraulichen Bericht der Europäischen Luftsicherheitsbehörde berichtet, wonach die Luftfahrtsicherheit in Deutschland die zweitschlechteste in Europa ist. Nur Griechenland hat mehr ungelöste Luftsicherheitsprobleme. Ich wollte Sie fragen, ob Ihnen der Bericht bekannt ist und was das Verkehrsministerium dazu sagt und ob Sie sich Sorgen um die Flugsicherheit in Deutschland machen. Dieser Bericht ist mir nicht bekannt, deswegen kann ich das auch leider nicht kommentieren hier. Die Flugsicherheit in Deutschland ist von einem sehr hohen Niveau und ich würde mich sehr wundern, wenn es so wäre, was in diesem geheimen Bericht steht. Dann sind wir bei Herrn Jung. Herr Schäfer, der DJV-Bundesvorsitzende Herr Überall hat Herrn Steinmeier geschrieben und ihn aufgefordert, diese sogenannte angebliche schwarze Liste aus der Türkei zu besorgen, wo angeblich Journalisten draufstehen sollen. Können Sie uns sagen, ob es nach Ihren eigenen Erkenntnissen, nach fremden Erkenntnissen eine schwarze Liste gibt, wo unter anderem auch deutsche Journalisten draufstehen? Ja, auf die Frage haben wir ja schon geantwortet. Das findet sich ja auch in den deutschen Medien gestern wieder. Also das Auswärtige Amt weiß nicht, ob es eine solche schwarze Liste gibt. Ich lese heute in einigen Agenturen, dass türkische Regierungsvertreter sagen, es gäbe eine solche schwarze Liste nicht. Mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen. Können Sie denn die Sorgen von Journalisten nachvollziehen, die vielleicht auch einfach nur privat in die Türkei reisen wollen, haben da irgendwie einen Urlaub gebucht, wollen da jetzt nicht wegen einem Job hin und werden dann vielleicht bei der Einreise gestoppt, weil sie halt Journalisten sind? Die Sorgen kann ich verstehen, ja. Können Sie da was tun? Sollte man sich als Journalist, bevor man in die Türkei in den Urlaub fährt, bei Ihnen melden? Und dann? Was würde dann passieren? Weiß ich nicht. Ich freue mich über jeden Journalisten, der sich bei uns meldet und in die Türkei reisen will. Ich kann nur nicht garantieren und sicherstellen, dass ein solcher Kontakt mit dem Auswärtigen Amt nicht ausschließt, dass es vielleicht doch in der Türkei Dinge passieren, die ich nicht vorhersehen kann. Wir haben übers vergangene Wochenende den Fall einer niederländischen Staatsangehörigen gehabt, der mir nicht mehr bekannt ist als Ihnen, die einige Stunden beim Versuch der Einreise in die Türkei festgehalten worden ist und es Gerüchte, Informationen, Nachrichten dazu gab, dass das womöglich wegen Äußerungen oder Handlungen geschehen sei, die auf niederländischem Staatsgebiet erfolgt sind. Ich kann das weder bestätigen, noch kann ich es dementieren. Ich weiß das nicht. Das geht mich nichts an. Aber das wäre ja, wenn ich Sie richtig verstehe, so ein Beispiel von einem Fall, bei dem das eingetreten ist, was sich kein Mensch, auch kein Journalist wünschen kann. Ich fürchte nur, dass niemand, auch nicht im Auswärtigen Amt, irgendwelche Garantien hier übernehmen kann, weil wir es mit einer Situation zu tun haben, auf die wir nicht eigenständig, selbstständig volle Kontrolle haben, sondern es sich um Entscheidungen, souveräne Entscheidungen eines anderen Staates handelt, die ich weder vorhersehen noch irgendwie beeinflussen oder garantieren könnte. Herr Chilas. Ich kann Ihnen, wenn ich das noch sagen darf, sagen, was wir hier mehrfach betont haben, die Frage, wie frei und unbehindert Journalisten in der Türkei ihrer Arbeit nachgehen können, insbesondere auch ausländische Korrespondenten, ist für uns als Bundesregierung sehr wichtig. Das ist immer wieder zum Gesprächsthema gemacht worden und auch bei ihrer Reise nach Gaziantep am vergangenen Samstag hat die Bundeskanzlerin mit Ministerpräsident Davutoğlu sowohl über den Fall Schwenk des SWR-Reporters, der nicht einreisen konnte, gesprochen, als auch über die immer noch ausstehenden Akkreditierungen einzelner deutscher Korrespondenten dort. Herr Chilas. Herr Schäfer, sind Sie auch darüber besorgt, dass der türkische Parlamentspräsident seinem Land eine islamische Verfassung verpassen will? Ich glaube, muss Ihnen da jetzt nicht meine Gefühlszustände zum Besten geben. Was ich aber zum Besten geben möchte, ist, dass ich heute Morgen habe lesen können, dass der türkische Staatspräsident eine klare Antwort auf diesen Vorschlag aus den Reihen seiner Partei gegeben hat. Der Ministerpräsident des Landes auch. Jordans dazu? Ja,
Ja, eigentlich nochmal zu den schwarzen Listen. Mir ist nicht ganz klar, ob das Auswärtige Amt in Ankara nachgefragt hat, ob es solche Listen gibt. Und zweitens, würde man in der Bundesregierung denn erwarten, dass die Türkei solche Listen rausrückt, genauso wie man der Türkei Listen über verdächtige Deutsche gibt, denen die Einreise in die Türkei nicht gewährt werden soll. Ich denke jetzt an die Dschihadisten, nicht die Journalisten. Vielleicht kommen da manche Leute durcheinander. Das wäre ja jetzt eine beliebte Antwort von dieser Seite, man soll Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Nein, natürlich sind wir, und genau auf der Linie, die Herr Seibert für die Bundesregierung gerade dargestellt hat, in ständigem Kontakt mit der türkischen Regierung, auch mit der hiesigen Botschaft. Und mehr als es immer nur wiederholen, in der Hoffnung, dass sie uns das auch abnehmen, kann man nicht, dass uns die Pressefreiheit wirklich am Herzen liegt. Und wir können, ich persönlich kann Beleg dafür führen, dass wir uns für ganz viele Korrespondenten deutscher Medien in der Türkei in der Vergangenheit eingesetzt haben. Auch dafür eingesetzt haben, dass vielleicht vorläufig oder auf Dauer ausgesprochene Einreiseverbote aufgehoben werden. Das tun wir, und das tun wir regelmäßig, und das tun wir aus Überzeugung. Aber wenn die türkische Regierung sagt, es gäbe eine solche schwarze Liste nicht, dann ist das für uns relativ schwierig, die Herausgabe einer solchen schwarzen Liste zu verlangen. Und ich fürchte einen Rechtsanspruch darauf, im Vorfeld zu wissen, ob es Einreiseverbote gibt, die in irgendwelchen Dateien gespeichert sind oder nicht, den gibt es weder in der Türkei, ich glaube, den gibt es auch nicht in Deutschland. Das ist, glaube ich, ein Gebot der Ehrlichkeit, dass man da sagen muss. Wir können da nichts erzwingen, was uns unsere Partner oder was in diesem Fall die türkische Regierung nicht herauszugeben bereit ist. Im Übrigen ist es immer wieder nicht einfach herauszufinden, sowohl für die betroffenen Journalisten wie dann auch für uns, die wir uns für diese Journalisten einsetzen, was denn der konkrete Grund für eine Einreiseverweigerung ist. Aber auch da müssen wir zur Kenntnis nehmen, das ist eine souveräne Entscheidung eines souveränen Staates, die per se jedenfalls mit dem Völkerrecht im Einklang steht, dass uns sie nicht gefällt, weil wir glauben, dass sie eine Verletzung der Meinungs- und Pressefreiheit sein könnte. Das glauben Sie uns hoffentlich. Nachfrage? Bitte. Wäre denn die Erteilung eines Grundes nicht Voraussetzung dafür, dass ein Land als Rechtsstaat angesehen wird, was ja, glaube ich, wichtig ist bei der Antragstellung einer EU-Mitgliedschaft? Also ich glaube, auf solche juristischen Einlassungen, Definition von Rechtsstaat möchte ich mich nicht einlassen. Vielleicht wäre es mal sinnvoll, dass jemand von Ihnen oder ein Wissenschaftler sich dieser Frage annimmt. Ich will und ich kann sie nicht gut beantworten. Herr Jung? Also wurde der Kanzlerin denn zum Beispiel beim konkreten Fall Schwenk ein Grund genannt, warum er nicht reingelassen wurde? Und Herr Schäfer, gibt es vielleicht gute Gründe, warum manche deutsche Journalisten nicht in die Türkei gelassen werden? Also haben Sie vielleicht zuvor in der Türkei Mist gebaut oder illegale Sachen angestellt? Ich kann, ich will mal den Namen nicht nennen, aber da der Kollege von Ihnen selber in diesem Fall Interviews zum Thema gegeben hat, in einer großen Berliner Tageszeitung, erlaube ich mir sozusagen das, was ich sonst für mich behalten würde, tatsächlich auch mit Ihnen hier zu teilen. In diesem Fall ging es darum, und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch ein Grund in anderen Fällen sein könnte, ohne dass ich darüber irgendwelche Informationen hätte, ist, dass die Türkei allergrößten Wert auf legale Ein- und Ausreise aus ihrem Hoheitsgebiet legt. Und in diesem Fall war es wohl so, dass aus dem Territorium der Türkei eine Ausreise ins Bürgerkriegsgebiet nach Syrien erfolgt ist und dann eine Rückreise erfolgt ist, bei der ein Aufgriff durch die zuständigen türkischen Grenzschutzbehörden erfolgt ist. Das ist ein Verstoß gegen die einschlägigen Einreisevorschriften der Türkei und deshalb wahrscheinlich ein legitimer Anlass, eine Einreisesperre zu verhängen. Ob das im Falle Schwenk oder in anderen Fällen auch so gewesen ist, vermag ich nicht zu sagen. In diesem Fall, wie gesagt, weiß ich es aus öffentlichen Äußerungen eines Kollegen von Ihnen in einer großen Berliner Tageszeitung. Herr Chilas hat noch ein Thema. Ja, der EU-Präsident Tusk hat heute gefordert, dass eine Sitzung von Eurogroup in wenigen Tagen, nicht in Wochen, abgehalten werden soll. Das hatten wir schon. Nun,
Sehen Sie auch, ich wende mich an das Bundesfinanzministerium. Ich glaube, wir haben hier ein Thema, das wir hier gerade schon behandelt haben, bevor Sie gekommen sind. Ja, heute. Insofern empfiehlt es sich, das Protokoll nachzulesen. Ja. Weitere Themen haben wir in diesem Format nicht mehr. Wir sehen uns so übermorgen wieder.